So, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu Hobbish Hund von Bitter Mist. In einem ganzen Leben auf der Suche nach Wissen hat mich eine Frage beschäftigt. Wie ist unsere Welt entstanden? Die Alten sind vor 1000 Jahren gestorben. Und alles Leben wurde ausgelöscht. Sie zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Ein ausgestoßenes Mädchen, unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus 9 Unterfunktionen. Gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck, Zero Dawns Schöpfer. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian. Wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gut machen will, was Hades zerstört, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt und Möglichkeiten. Starten wir mal gleich normal. Ich spiele immer auf normal, normalerweise. Markierungen, Symbole, die ich jetzt schon teilweise unterstützen. Nee, so entdecken will ich schon haben. Schauen wir da mal heute rein. Heute live auf meinem Kanal auf Twitch. Und dann Darius Blacky. Oh, ab ca. 14, 15 Uhr. Mir läuft die Zeit davon, Elizabeth. Das Land stirbt. Die Menschen leiden. Sie werden verhungern. Alles nur, weil ein Terraforming-System außer Kontrolle geraten ist. Und nur ich kann es reparieren. Nur ich habe deinen genetischen Code. Bald gibt es kein Zurück mehr für uns. Und dann Vernichtung. Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Ein Backup von Gaia. Der KI, die das System kontrollieren soll. Aber jede Spur, die ich finde, verläuft im Sand. Wir sind schon Hammer, geil. Und jede Nacht habe ich denselben Traum.
Ich gehe durch eine Blumenwiese. Unter einem wunderschönen Nachthimmel. Und wenn ich in der Mitte ankomme, sehe ich dich, Elisabeth. Du wartest auf mich, obwohl du seit 1000 Jahren tot bist. Bist du noch am ehesten eine Mutter für mich? Nur ganz kurz bin ich vollständig. Aber es hält nie an. Am Ende bin ich immer allein. Diese Welt ist dein Vermächtnis, Elisabeth. Ich werde sie erhalten. Diese Ruinen da vorne sind meine letzte Spur, meine letzte Hoffnung, das Backup zu finden. Ich werde alles tun, um es zu finden. Versprochen. Barb? Wenn das nicht Aloy ist, die Retterin von Meridian. Gesalbte der Nora. Du weißt, dass ich diesen Namen hasse. Tja, sie ist einfach als Strafe dafür, dass du direkt nach unserem Sieg über Hades einfach weg warst. Ich war eine Ausgestoßene, weißt du noch? Ich halte nicht viel von Feiern. Ja. Aber diese war dir zu Ehren. Ich sag's nur. Also, was haben wir vor? Es muss dringend sein, wenn du es so eilig hast. Stöbern wir in alten Ruinen? Oder hat es vielleicht etwas mit der Plage zu tun? Beides, tatsächlich. Aber ich sollte... Oh nein. Ich habe dich so lange verfolgt. Es ist okay. Nach allem, was du für die Nora getan hast und meine Familie, habe ich geschworen, dir immer zu helfen. Ich werde an dir kleben. Die Rinde an Holz. Okay, aber wenn du mit mir kommst, musst du sehen können, was ich sehe. Ein Fokus. Ich bekomme tatsächlich dein zweites Gesicht. Ich gebe dir später noch einen und zeig dir, wie du deine Daten sicherst. Daten? Informationen. Auf dem Gerät. Es gibt viel zu bereden. Ich erkläre dir alles unterwegs. Du siehst immer so? Schon seit ich klein war. Na los. Wollen wir? Okay, ich habe auf dem Weg ein paar Kratzer abbekommen. Wir sollten Heilpflanzen sammeln für den Vorrat. Es ist also Zeit für deine erste Fokuslektion. Klingt gut. Fangen wir an. Da sind wir also wieder. Diese
Pflanzen sehen nicht wie die aus dem Heiligen Land aus. Mit dem Fokus kannst du die sehen, die wir brauchen. Mit R3. Ja, haben wir das natürlich. Natürlich die Pflanzen hier, ist ja ganz klar. Ach, kurz da, Impuls. Ah. Die Pflanzen vom Bach sollten ausreichen. Das ist neu. Bitter? Ja, aber man fühlt sich dann besser. Okay, wir sollten weitergehen. Die ganzen Pflanzen erstmal. Das ist schon nicht schlecht. Willst du unterwegs noch mehr von den Pflanzen sammeln? Ich sammle alles. Ja, gute Idee. Ich baue den ganzen Pock voll. Hier unten auch. Einen ganzen Beutel voll. So, Spinze. Dahinter sind noch Pflanzen. So, rollte, ja, genau. Auf Kreis. So, Spinze. Okay. 9 Stück, ja, war noch eine. Eine Pflanze brauchen wir noch. Dann haben wir den Beutel wieder voll. Das haben sie schon wirklich geil gemacht. Vor allem die Grafik sieht schon hammergeil aus. Gibt's hier was? Ja, wir können auch tauchen, glaube ich. Ja, tatsächlich. Gibt's hier noch was? Lass mal gucken, wer mich in das Ding gewinnt. Vielleicht finde ich ja hier noch was. Ah, hier finde ich nichts mehr. Hier habe ich alles gesammelt. Diese Ruin, da müssen wir hin. Aber da kann man nichts machen. Ich sehe mehrere Wege nach unten. Doch, jetzt kann man was machen. Oh, was ich gerade angepasst habe, war schleimig. Das glaube ich dir gern. Wonach suchen wir genau? Den Bäcker? Das ist eine KI. Es ist schwer zu erklären. Regelwerk, mit dem man die Welt retten kann. Lass mich hier gucken. Kompliziert. Wirst du springen? Wir gehen springen. Das ist am schnellsten. Wir gehen springen. Wir wollen runterspringen. Egal ob Felsen oder nicht. Reist du mit leichtem Gepäck? Moment, ich muss da hinterher runter. Ich hatte unterwegs Ärger und habe eine Menge Ausrüstung verloren. Sollen wir springen, Jungs? Nur geht's. Wir springen, oder? Ah, wir springen, natürlich. Heide Witzke! Und das sieht aber geil aus. Das sieht aber geil aus. Das muss ich schon glauben. Ja, wir schwimmen nach oben. Aber es ist schwierig, eine Maschinenreiterin einzuholen. Ich wollte eigentlich einen Salto Montana gemacht haben. Hat nicht so ganz funktioniert mit dem Salto Montana. Komm, hier kommen wir wieder hoch. Jetzt können wir mit der Seilrutze rutschen, ne? Hopp, hopp. Jetzt wollen wir die Seilrutze benutzen. Oh, warte mal, sammeln. Was soll ich sammeln? Halt, hier. Nein. Hier, sammeln. Kante festhalten und sammeln. Das Grünschild kann man sammeln. Scheint ja wichtig zu sein. Und jetzt wollen wir die Seilrutze benutzen. Holup.
Von dort sind wir gekommen, ne? Ja. Also zum Hammer und Messer geil aus. Das muss ich schon sagen. Sieht wie eine Sackgasse aus. So, wir wollen ja nochmal gucken. Aber hier gibt es noch schon das Moos vor allem. Als es wirklich da wäre. Zum Gängebücken, ja. Ja, genau. Halt, hier, nein, halt, hier will ich nochmal was Plagenum untersuchen. Wir müssen die Plagenum untersuchen. Warte, da war ich schon schnell. Etwas von der Plage. Schätze ich ab. Tote Haut. Breitet sie sich so aus. Also wir können das Moos sammeln und... Ach, das ist rot, darf man wahrscheinlich nicht laufen, dann verlieren wir Löwen. Willst du unterwegs noch mehr von den Pflanzen sammeln? Ja, wir müssen noch ein bisschen Pflanzen suchen. Alte Vorratskiste. Ja, die wollen doch haben. Kann ich das da sammeln? Ah, nee, das ist ja... Wo ist die alte Vorratskiste? Ach, da hinten. Wenn wir das dann runterlaufen, verlieren wir Leben, so wie ich das sehe. Tatsache. Also wir dürfen da gar nicht durchlaufen. Vor 6 Monaten war alles gut. Jetzt ist sie überall. Wo ist die Vorratskiste denn? Ach, da unter Wasser. Alles nehmen natürlich. Unter Wasser gibt es also auch Sachen wieder. War was Gutes da unten? Ein paar Vorräte. Wird da hinten loskommen am Brunnen? Da würde ich mal einen tauschieren. Oh Mann, die Unterwasserwelt sieht aber auch genial aus. Die Fische und alles drum und drum. Da kommen wir nicht weiter. Und dahinter. Wenn das hier drauf plötzert. Hier muss doch nicht mal hier runter müssen wir. Ne? Frostbaubicht. Ach, Notiz ansehen. Hier können wir auch die Notizen ansehen, genau. Frostgraubicht, grau habe ich. So, ein fliegender Plünderer, der häufig in kleinen Gruppen schon sehen ist. Er kann kleine Maschinenkadaver für die Wiederverarbeitung aufnehmen und aus großer Distanz Frostangriffe abfeuern. IOTA, Überbrückungen gesperrt. Auch so Feuerschaden, Schockschaden. Und Frostschaden. Beute untersuchen. Können Sie auf die Munitions... Und das ist schon mal ganz cool gemacht jetzt.
dass man noch so ein paar Informationen bekommt, kann von den Maschinen erlangt werden, die Frosthämmerchen einsetzen oder aber Kühlsaftkanister und intakte Kühlsaftbeutel haben rein. Was? Beutel haben Reize, die Kanister ab. Reiße die Kanister ab, um mehr erbeuten Herstellung von Munition und Frostton ertönen Gegner der buchligen Schulstand versetzt, indem sie anfällig auf Stoffschaden sind. Ja, das ist schon mal gut gemacht. Aber wie komme ich denn dann? Mit links und rechts, der Kreuztaste kann man hier unten dann abnehmbar Fähigkeit entfernen, wird zerstört, Hauptupgrade, Hochstuf, das ist schon nicht schlecht gemacht. Das haben sie wirklich gut gemacht. Habe ich denn überhaupt Pfeile? Ich habe ja gar keine Pfeile. Ich habe ja auch kein Holz. Bis jetzt gefunden. Wo ist denn Wale? Ist Wale jetzt ersoffen oder was? Wo ist der Wale? Die dürfen uns ja nicht angreifen, oder? Jetzt im Moment schon nicht. Sieht es so aus, als es da wäre. Schon genial gemacht. Vor allem das Moos, ne? Also, hammermäßig. Versteht man nicht, warum die Spiele so schlechte Kritik bekommen. Also Story soll ja, das Spiel soll ja gut sein, aber storymäßig wohl angeblich nicht. Verstehe ich nicht, warum solche Kritiken überhaupt. Sollen sie froh sein, dass sie ein neues Spiel rausgebracht haben? Direkt am Kritisieren, ey. Hier soll man es lesen. Doch, wir müssen da vorbei. Nicht? Oh, jetzt. Jetzt können wir das Alloy Wegpunkt setzen. Wir wollen ins Inventar. Auch Fertigkeiten haben wir hier natürlich auch. Neu gemacht. Ne? Konzentrationsschuss, würde ich mal sagen. Ne? Und den brauchen wir jetzt noch nicht. Fallinstellungen, Kriegerin, ja, das ist so wie im alten Überleben. 29 Stück, Maschinen, Meisterin, ja. Das haben sie ein bisschen verändert, aber sonst. Rohstoffe, ist schon klar. Noch den Stern in Stufe 3 ist das. Jetzt haben wir schon Stufe 3. Gibt dann wieder viel
Ja, das kriege ich alles schon. Standardmäßig ist dann halt auf die Norm nicht eingestellt. Es schreibt nur Informationen an die in bestimmten. Oh, das Gewitter klingt auch gut. In der Maschine stecken viele Pfeile. Das sollte ich mir ansehen. Erstmal sammeln wir hier natürlich eben kurz. Reinholz. Und Pflanzen. Wir brauchen Holz. Wir brauchen viel Holz. Und vielleicht gibt es ja hier was. Wenn wir hier unten schon mal sind. Halt, ich bin noch nicht fertig. Die Maschine gucken wir gleich. Ich muss mit Wagen erstmal sprossen für uns. Kann das sein? Ach, warte mal. Das war ja anders. Was ist mit Wagen sprossen? Kann das sein? Ich glaube, ich muss mit Wagen sprossen. 2 Meter. Wenn ich hier draufstehen vielleicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja, erstmal muss ich mit dem Wagen wahrscheinlich sprossen. Wo ist er überhaupt? Kann man trotzdem sammeln. Ich muss dabei irgendwas vorher machen noch. Da hat mir ja irgendwas im Tutorial geschaut gehabt. Die konnte schon groß schon sein. Ja, bestimmt wieder eine große Karte. Ja. Also das ist ja jetzt nur das Gebiet wahrscheinlich. Was musste ich aber hier machen? Untersuchen die Maschinenkontrolle. Ja. Geht jetzt gerade aber nicht. Ich muss wahrscheinlich mit dem Anspussen. Den muss ich erstmal suchen, wo der überhaupt ist. Vermutlich muss ich erstmal die Tiere dann bekämpfen. Wo ist der Ball eigentlich? Ja, war er hier unten? Oder ist er hier lang gelaufen? Wo ist der Ball eigentlich? Ah, da vorne. Sie haben einen Kadaver zurückgelassen. Der kommt eigentlich weiter. Ja, nur für sein. Ach, er hängt.
Also nicht fest. Kann wirklich sein. Tanz auch rein. Kann ich sagen, dass er da nicht weiter kommt. Dass er da gerade fest hält. Und dass er wieder neu starten. Jo, dann gehen wir erstmal Rest herzlich für Schuschauen. Wenn es euch soweit gefallen hat, könnt ihr gerne das Video liken, kommentieren. Man kann abonnieren, mir auf Twitter folgen und auf den sozialen Medien. Facebook und Instagram und Twitch unter Doris Blocky. Hier hat er leider gerade ein bisschen im Wasser gehakt. Muss ich nochmal neu starten, den Kontrollpunkt. Und dann geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge dann und tschüss.